Südafrika bereitet sich auf die Ausrichtung des 15. BRICS-Gipfels in Johannesburg vor, zu dem Dutzende Staats- und Regierungschefs eingeladen sind, aber ein wichtiger Teilnehmer fehlt, Wladimir Putin. Der russische Präsident verzichtet dagegen, ihn ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt. Dennoch ist dieser Gipfel für Putin bedeutsam. In this current geopolitical landscape, where the West is seeking to isolate Russia, It's become very important for Russia uh, to expand uh, its linkages with the BRICS countries, but also their various regions. So, you know, because of the current conditions, BRICS has actually become even more important for Russia. Russland wird in Südafrika durch Außenminister Sergei Lavrov vertreten sein. Putin betonte, dass er persönlich mit den anderen BRICS-Vertretern in Kontakt bleibe. Der russische Präsident wird vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht, weil ihm vorgeworfen wird, zahlreiche Kinder aus den russisch besetzten Gebieten unrechtmäßig nach Russland verbracht zu haben.